Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Boah, Stefan, die Welt muss dieses Katastrophenjahr nur noch einen Dreivierteltag ertragen. Hieß der RTL-Jahresrückblick dieses Jahr eigentlich Menschenbilder, Emotionen oder einfach nur Mist, Mist, Mist? Stimmt. Bist du eigentlich für oder gegen ein Böllerverbot? Ich sag mal so, die Vorteile von einem Böllerverbot können sich die Böllerbefürworter an einer halben Hand abzählen. Stefan! Einmal die vier und das voll coole Tischfeuerwerk hier. Momentchen mal bitte, Stefan. Was ich ja echt schräg finde, ein Jahr beenden viele besoffen und das neue fangen sie besoffen an. Du nicht? Ich? Ich sag mal so, ich bin mittlerweile in einem Alter, in dem ich den ganzen Neujahrstag brauche, um mich von der Party zu erholen, auf der ich gar nicht war. Also laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Deutschen Presseagentur sprechen sich 66% der Deutschen für ein Böllerverbot an Silvester aufgrund der Corona-Pandemie aus. Das ist ja auch nicht so der Kracher. Dafür ist ein Besuch in Ankes Tanke so ein bisschen wie Feuerwerk. So ein Erlebnis? Nee, man kann danach nur jedem sagen, Kopf hoch. Macht 20,22 €, sammeln Sie Fretschenet-Punkte, haben Sie eine Henkel-Trockencard oder sind Sie im Manuel-Neujahr-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.